herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute gibt es die besten Whiskys aus dem Juli 2018. Ja, und da habe ich also zwei von selbst probiert. Eins hat mein Sohn Benedikt probiert. Und fangen wir gleich an hier mit dem ersten, dem Balwini Peatweed. Das ist also eine der, ja, ich glaube, die erste, die mir so im Gedächtnis bleibt, die erste rauchige Flasche von Balwini. Und Balwini produziert einmal pro Jahr für eine Woche stark rauchigen Malzwhisky, der bislang wohl ja in die Grants Blends von William Grant & Sons einging. Und jetzt ist man auf die Idee gekommen und hat gesagt, jo, wenn wir den schon haben, lass uns den doch mal abfüllen. Und zwar 14 Jahre alt, Jahrgang 2003 und das heftig rauchig, wobei der Rauch ja milder ist. Er ist intensiv, stark, aber er ist nicht so beißend und stinkend, wie er öfter auf Islay oder auf den Inseln zu finden ist, sondern durch die unterschiedliche Torfzusammensetzung, weil die Heide anders in den Highlands wächst als auf den Inseln, ist auch hier der Raucheinfluss ein anderer. Aber ich schätze den auf 40, 45 ppm Rauch. Also massiv, 48,3 Volumenprozente, kräftig. Es kann jetzt sein, dass wir den Whisky noch gar nicht anbieten. Habe ich nämlich so ganz frisch neu bekommen oder doch? Doch, ich glaube, den gibt es schon. Ja, ich glaube, den bieten wir schon an. Schauen Sie mal zum Shopsystem nach, was Sie davon bekommen. Wie gesagt, ist limitiert. Müssen Sie schauen, wie lange es ihn dann tatsächlich noch gibt. Die nächste Flasche, Glenallachie, 18 Jahre, die hat mir mein Sohn in die Hand gedrückt. Glenallachie war eine Brennerei, die in der Vergangenheit nur ein einziges Mal eine Originalabfüllung rausbrachte. Ich meine, die hatte 10 Jahre alt. Vielleicht waren es auch 12. Ist aber lange, lange her, Anfang oder Mitte der 90er Jahre ungefähr, haben die diese Flasche abgefüllt gehabt. Die war so strohgelb, leichtes, helles Etikett, bunte Zeichnung drauf, mehr ist mir nicht im Kopf. Und die produzierte also Hurtig für, ich glaube, Pernod Ricard. Und ja, man bekam keine Single Malt Whiskys wirklich davon. Und jetzt hat Pernod Ricard wohl deinvestiert oder haben sie vorher schon einen anderen verkauft und die haben jetzt weiterverkauft. Ich weiß es nicht so genau. Jedenfalls hat Billy Walker, der vorher andere Brennereien zum Leben wieder erweckt hat, hat diese andere Brennereien an jetzt einen Konzern verkauft und mit seinem Erlös hat er nun diese Brennerei erworben oder miterworben und hat diese Flaschen nun zum Leben erweckt. Tolle Papierform, was man dort abfüllt. B, aber auch mit einem neu erscheinenden Single Malt Whisky gleich 18-jährigen Malt Whisky auf den Markt bringen zu können. Wundervoll, sodass man hier jetzt nicht nur die Hülle, sondern auch wenigstens eine gewisse Menge an Whiskys miterworben hat. Also Glenallachie werden wir sicherlich ein Auge drauf haben müssen. Und wie Sie aus den Videos gesehen haben, die Ben vor Ort gedreht hat, die Leute wissen, was sie tun. So, die letzte Flasche drüben ist der Bernevis 25 Jahre, ja, anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von whisky.de, damals noch The Whisky Store, für uns exklusiv abgefüllt worden. Einzelfass, extreme Qualität, extreme Schwere, Sherry-Tönigkeit, alles, was das Herz begehrt und noch viel mehr. Das Einzige, was fehlt, ist dann die unlimitierte Versorgung. Die anderen Flaschen aus dem 25-jährigen Jubiläum sind bei uns also dermaßen schnell verschwunden, dass also nicht mehr viele davon über sind, sodass ich auch hier hoffe, dass jetzt noch welche da sind, wenn ich diese Flasche hier über den Klee lobe. Wenn dieses Whisky-Video draußen ist, dann spätestens könnte es knapp mit diesem Whisky werden. So, das war's. Der Sommer kommt, es ist warm genug, dass man auch mal nicht Whisky trinkt, sodass vielleicht im nächsten Monat etwas weniger Videos anstehen. Ich bin mir nicht so sicher. Schau mal, was da so kommen wird. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.